Hallo nochmal. Herzlich willkommen zum heutigen DigiSnack zum Thema Digital Enterprise Architecture von Markus Schacher. Noch ganz kurz zu mir. Mein Name ist Enrique Dietz. Ich bin als Produktmanager bei der DigiComp Academy angestellt. Ich darf mich um verschiedene Produktlinien kümmern, wie Development, Software Engineering oder Digital Marketing. Genau, ich darf das heutige, den heutigen DigiSnack moderieren. Und wir freuen uns, dass ihr bei diesem kostenlosen Angebot dabei seid. Kurz noch ein paar Eckdaten zum heutigen DigiSnack. Wir werden das Mikro während der Präsentation von Markus für alle auf Stumm schalten. Bitte verwendet für Fragen den Chat. Das schauen wir uns an. Das Webinar wird aufgezeichnet und zum Schluss veröffentlichen wir uns auf unseren Kanälen. Chats und Teilnehmerlisten bleiben jedoch verborgen. Zum Schluss senden wir dann auch noch einen Download-Link mit der Präsentation per E-Mail. Das war es vorerst schon von meiner Seite. Ich übergebe jetzt gerne an Markus. Dankeschön, Enrique. Ich nehme an, ihr hört mich. Mein Name ist Markus Schacher. Ich Ja, bin wir hören dich. sehr gut. Ich bin seit rund 8 Jahren nebenbei Trainer bei DigiComp, unter anderem eben zum Thema Unternehmensarchitektur. Ich bin selber tätig für eine Firma namens Now Gravity und versuche da unsere praktischen Erfahrungen jeweils in die Schulungen der DigiComp einzubringen. So, ich glaube, der eine oder andere hat dieses Bild vielleicht schon erkannt oder auch meinen Hintergrund. Ich war vor ein paar Jahren in der berühmt-berüchtigten Elbphilharmonie in Hamburg. Das ist ein Bild des Konzertsaals und das Ganze ist ja von sehr berühmten Architekten gebaut worden. Und ich dachte, das sei ein gutes Einstiegsbild für das Thema Architektur im Allgemeinen, respektive Unternehmensarchitektur im Speziellen heute. Die erste Frage, die ich mir jeweils stelle oder die ich auch meinen Kursteilnehmern jeweils stelle, ist: Was ist eigentlich Architektur? Und ich stelle diese Frage jetzt nicht nur so in die Runde, sondern versuche gleich auch meine Antwort hier einmal zu positionieren. Architektur ist eine Beschreibung der wesentlichen Bestandteile oder Komponenten eines Systems, wie sie untereinander zusammenhängen, sowie, und das ist für mich ganz, ganz wichtig, die Prinzipien und die Richtlinien, wie sich dieses System in Zukunft entwickeln, weiterentwickeln soll. Das ist insbesondere vielleicht aus der klassischen Architektur bekannt, so im Kathedralenbau. Kathedralen haben ja eine typischerweise Bauzeiten, die wesentlich länger als Menschenleben sind. Das heißt, der Architekt erlebt da normalerweise das Ende seines Produkts nicht. Aber er gibt gewisse Dinge vor, dass das Ganze über Hunderte von Jahren vielleicht zu einem guten, schönen, ansehnlichen Ganzen wird. Das ist jetzt mal eine ganz allgemeine Beschreibung. Ich habe die nicht selber erfunden. Ich habe die adaptiert aus einem Architekturstandard, insbesondere Unternehmensarchitekturstandard. Der eine oder andere von euch hat vielleicht schon einmal etwas von TOGAF gehört. TOGAF hat da eine sehr ähnliche Definition, was unter Architektur verstanden wird. Also mit Architektur geht es darum, ein System, ob jetzt das eine einzelne Applikation ist, ob das eine Kathedrale sei, ob das ein Unternehmen sei,
zu beschreiben und dafür zu sorgen, dass sich das gut entwickelt im Verlauf der Zukunft. So, das ist mal so das große Statement. Und vielleicht kennt ihr dieses Ding, das jetzt da plötzlich auf den Bildschirm gekommen ist. Plötzlich passiert etwas, an das niemand gedacht hat. In unserem Fall, ganz akut natürlich, so ein Ding namens Corona taucht auf. Und jetzt ist es die Aufgabe des Architekten dieses Dings, dieses Unternehmens, dieser Elbphilharmonie vielleicht auch, zu schauen, okay, cool bleiben, wir sind robust, es wirft uns nicht gleich sofort total aus der Bahn. Das heißt, die Kathedrale soll nicht bei der kleinsten Erschütterung zusammenfallen, egal was passiert, ob es vorhersehbar war oder nicht vorhersehbar. Es geht darum, das ist die Hauptaufgabe des Architekten, sein System, seine Applikation, sein Unternehmen, des Unternehmensarchitekten so zu gestalten, dass es eben nicht gleich umfällt, wenn irgendetwas Schlimmes oder Unerwartetes passiert. Jetzt im Titel ist ja noch ein zweites Wort drin, nämlich Resilienz. Was heißt Resilienz? Das Wort, das gibt es schon länger. Das gibt es in anderen Disziplinen, zum Beispiel in der Psychologie. Da geht es darum, dass Personen oder Menschen resilient sind. Das heißt, sie sind robust genug, dass sie Krisen, persönliche Krisen, bewältigen können. Und nicht nur das, geht auch noch einen Schritt weiter, dass sie sogar aus einer Krise versuchen zu wachsen, dass sie Krisen als Anlass nehmen, sich weiterzuentwickeln, noch robuster, noch besser gewappnet zu sein auf die Zukunft. Das Wort wird auch im technischen, im ingenieurtechnischen Umfeld verwendet. Dort ist es auch relativ nüchterner formuliert oder bescheidener. Es geht darum, bei einem technischen System, das könnte ein Passagierflugzeug sein, wenn da irgendein Teil ausfällt, ein Triebwerk, nicht gleich das ganze Flugzeug ausfällt. Also auch hier ist das Flugzeug, ein Passagierflugzeug, heute so gestaltet, dass es relativ resilient, relativ robust ist, selbst wenn etwas Unerfreuliches, Unerwartetes passiert, das nicht gleich zum garantierten Absturz kommt. Oder auch in der Soziologie wird dieses Wort verwendet, resilient. Auch hier geht es darum im Wesentlichen, dass eine Gesellschaft, eine Bevölkerung, die Bevölkerung der Schweiz vielleicht, im aktuellen Fall, Störungen verkraften kann, ohne dass gleich die Gesellschaft zusammenbricht. Ich habe mal bei Google Trends ein bisschen nachgeschaut und da kann man ja so die Beliebtheit eines Wortes abfragen. Und was Sie hier seht, ist, wie häufig oder wie beliebt dieses Wort Resilienz seit 2008 ist. Und es ist nicht jetzt im Umfeld von Psychologie oder Ingenieurwissenschaften hier die Statistik oder die Kurve, die ihr seht, sondern im Zusammenhang mit Unternehmen und Industrie. Und vielleicht ganz interessant, am rechten Ende hier, dieser Spitz, der erst irgendwo, auf der Skala sieht man es nicht leider, im ersten Quartal 2020. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, welcher Vorfall diesen Spitz ausgelöst hat. Das ist nämlich wieder unser Corona-Maskottchen von der Folie vorher. Das heißt, Resilienz möchte ich jetzt hier nicht im Zusammenhang mit Psychologie oder Ingenieurwissenschaften oder Soziologie verwenden, sondern im Kontext von Unternehmen oder von Industrieunternehmen. Das heißt, man versucht, je länger, desto mehr eben auch Unternehmen so zu gestalten, dass sie robust sind, dass man eine unternehmerische Resilienz schafft. Was heißt das? Auch hier wieder, es geht darum,
dass ein Unternehmen widerstandsfähig gegenüber irgendwelchen Einflüssen gemacht wird. Diese Einflüsse können von außen kommen, quasi unverschuldete vielleicht, können auch aus dem Innern kommen, etwas Unerwartetes passieren kann. Und da gibt es zwei Hauptformen der Reaktion eines Unternehmens auf solche unerwartete Einflüsse. Das eine ist, dass ein Unternehmen robust ist. Dass der Boxer im Ring nicht gleich beim ersten Schlag in die Knie geht. Also eine gewisse Stabilität eines Unternehmens zu schaffen. Und das zweite, auch hier vielleicht das Beispiel eines Boxers, dass es auch gewissen Einflüssen ausweichen kann, dass es agil ist, dass der Boxer tänzeln kann, wenn Einflüsse wie Faustschläge auf ihn eintreten. Also Robustheit, also eine Eigenschaft eines Unternehmens, wenn es einen Schlag einfängt, aber Agilität als andere Eigenschaft eines Unternehmens, dass es auch agil reagieren, rasch reagieren kann und so gewisse Impacts oder Einflüsse mindestens ausweichen oder reduzieren kann. Man kann auch sagen, damit ist die Resilienz eines Unternehmens so quasi wie im menschlichen Körper das Immunsystem des Unternehmens. Das heißt, je stärker resilient das ist, je stärker sein Immunsystem ist, desto unerschütterlicher ist es. Was heißt das? Man kann diese Fähigkeit des Immunsystems eines Unternehmens in vier verschiedene Eigenschaften unterteilen. Die erste ist Prävention. Wir versuchen eben zu vermeiden, dass überhaupt gewisse erwartbare, denkbare, vorhersehbare Einflüsse überhaupt einen negativen Impact auf unser Unternehmen haben. Zweiter Ansatz ist, dass wir uns adaptieren, anpassen können, dass wir flexibel reagieren können und vielleicht sogar einen Einfluss, einen Schlag des Feindes, des gegenüberstehenden Boxers sogar nutzen können, die Energie umleiten, in etwas Gutes leiten können. Die dritte Eigenschaft ist Innovation, dass wir sogar wirklich positiv aus Einflüssen, die auf ein Unternehmen wirken, neue Ideen versuchen zu schaffen, zu suchen, auszunutzen und uns so weiterzubringen. Und die vierte Eigenschaft, die zur Resilienz eines Unternehmens gehört, ist natürlich die kulturelle Einstellung der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eines Unternehmens, dass auch sie wissen, es gibt unvorhergesehene Situationen, Einflüsse, mit denen muss man leben, die muss man nicht allzu pessimistisch, allzu negativ anschauen, sondern das gehört halt zum Geschäftsleben. Dass das quasi auch verinnerlicht wird von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eines Unternehmens. Und die Unternehmensarchitektur hat die Aufgabe, diese vier Eigenschaften eines Unternehmens zu pflegen und zu entwickeln. Also man sieht, das ist eine ziemlich wichtige Aufgabe, was die Unternehmensarchitektur da tun soll. Gut, jetzt möchte ich ein bisschen von euch hören, was ihr so unter Architektur versteht. Ich habe dazu eine interaktive Frage vorbereitet. Ihr könnt, wenn ihr ein PC oder ein Handy oder ein Tablet in der Nähe habt, euch auf www.menti.com einloggen. Da müsst ihr einen Code eingeben, hier diese 93 20 39 0. Und dann könnt ihr mir einige Worte, Themen, die ihr denkt, gehören ins Thema Unternehmensarchitektur,
eingeben und das sollten wir dann gleich live hier auf dem Bildschirm sehen, was da entsteht, was da alles genannt wird von den Teilnehmern. Ich hoffe, das funktioniert bei allen oder den meisten. Dann sollten wir demnächst von alleine sehen, dass sich da auf dem Bildschirm etwas entwickelt. Ich glaube, ihr dürft maximal, könnt maximal 5 Begriffe eingeben. Vergesst dann nicht den Submit- oder Absenden-Button zu drücken. Aha, Prozesse. Der Erste oder die Erste hat es geschafft. Also, aha, da kommen mehr. Applikationsarchitektur, genau. Was haben wir für Applikationen? Was haben wir für Schnittstellen? Cloud-Architektur ist natürlich eine Technologie, die heute sehr en vogue ist. Capabilities, auch ein interessantes Thema, Fähigkeiten, die ein Unternehmen aufweisen muss. Technologien, ganz allgemein, keine Ahnung, Blockchain, KI, all das, die neuen Technologien. Ich sehe auch, Applikationsarchitektur ist da ziemlich in der Mitte, ziemlich groß, das heißt, das haben wahrscheinlich viele von euch erwähnt, scheint vielen wichtig zu sein. Datenarchitektur sehe ich auch, Businessarchitektur, Normen, genau im Sinn von Regulatorien. Ganz klein habe ich vorher kurz gesehen, sehe ich es wieder. Ja, doch, Sicherheitsaspekte ist eigentlich ein heißes Thema auch. Und wird immer heißer. Requirement-Sicht sehe ich da auch. Wertschöpfungskette. Genau, von der Wertschöpfungskette lebt ein Unternehmen. So, was ist da noch neu dazu gekommen? Geschäftsmodell, genau. Das wird unter Umständen durch einen Impact verändert, betroffen. AI sehe ich, genau. Ja, wir können hier vielleicht langsam Schluss machen mit dieser Umfrage. Was wir sehen, und das ist, glaube ich, ganz interessant, wir sehen zwei Worte in der Mitte, die relativ groß sind und auch stabil bleiben. Das ist Applikationsarchitektur und Prozesse. Und wie wir nachher sehen werden, ich hätte die lieber vielleicht in umgekehrter Reihenfolge dargestellt, aber wie auch immer, das sind ganz typische Vertreter zweier Architekturbereiche, Prozesse als Teil der Geschäftsarchitektur und Applikationsarchitektur als Teil der IT-Infrastruktur, der IT-Architektur eines Unternehmens. Gut. Besten Dank mal für dieses Feedback. Also ihr seht, da sind viele ganz unterschiedliche Themen hier benannt. Und das deutet auch darauf hin, dass ein Unternehmensarchitekt ein Generalist sein muss. Das ist ein sehr vielfältiges Thema, sehr breites Thema, das Unternehmensarchitektur da abdeckt. Ich wechsle mal zurück zu meiner Präsentation. Das Thema Unternehmensarchitektur ist auch nichts Neues. Was ich hier aufgeführt habe, ist eine Visualisierung von verschiedenen Ansätzen, von verschiedenen Leuten, die sich schon mal irgendwie mit dem Thema Unternehmensarchitektur im weitesten Sinne befasst haben. Und ihr seht, das beginnt schon in den 1980er Jahren und geht eigentlich noch weiter. 2020 fehlt auf dieser Grafik. Aber
Eines der ersten, zum Beispiel, auf das ich nachher noch ein bisschen genauer eingehen möchte, ist zum Beispiel hier ganz links unten Zachmann. Das Zachmann-Framework ist in den mittleren 1980er Jahren entstanden, als Beispiel. Ein zweites recht bekanntes Beispiel, auch heute noch, ist TOGAF mit Jahrgang 1995. Da hat auch schon eine lange Geschichte hinter sich. Man sieht auch, dass es viele Entwicklungen, Weiterentwicklungen, Fusionen, Verschmelzungen, Abtrennungen, Abspaltungen gegeben hat. Das ist ein sehr lebhaftes Feld. Ich weiß nicht, wer von euch aus dem Umfeld Defense, Verteidigung stammt, aber es gibt da in der Mitte gibt es DoDAF, das ist das Department of Defense der USA. Das hat sich auch schon mit ganzheitlichen Architekturframeworks Anfang dieses Jahrtausends befasst. Lustigerweise gibt es hier den britischen Bruder, das MoDAF, das Ministry of Defense. Das ist in England das Analoge. Also da ist viel passiert in den vergangenen 40 Jahren Größenordnung. Und wie gesagt, dieses Bild ist auch nicht vollständig. Ich möchte nachher stellvertretend vier solche Architekturframeworks ganz kurz vorstellen, wobei nur zwei von diesen vier überhaupt auf dieser Übersicht zu finden sind. Das erste, was ich ganz kurz vorstellen möchte, ist das Zachmann-Architekturframework. John Zachmann hat das als IBM Gold Consultant bereits Mitte der 80er Jahre entwickelt, war damals noch in einer einfacheren Form. Und beim Zachmann-Framework, da geht es im Wesentlichen darum, dass ich eine Art Setzkasten habe, mit dem ich verschiedene Informationen über ein Unternehmen einordnen kann. Dieser Setzkasten setzt sich zusammen aus sechs parallelen Dimensionen, die da als Kolonnen dargestellt sind. What, also was, mit was ein Unternehmen überhaupt arbeitet, was die wichtigsten Dinge sind. How, das ist, welche Tätigkeiten ein Unternehmen ausführt. Where, wo es diese Tätigkeiten ausführt. Wer Tätigkeiten ausführt in einem Unternehmen. Wann sie ausgeführt werden. Und immer ganz spannend, die letzte Kolonne, warum sie überhaupt ausgeführt werden. Was ist die Motivation? Diese sechs Dimensionen, die sind im Wesentlichen in fünf Zeilen unterteilt, die fünf unterschiedliche Perspektiven repräsentieren. Ich möchte da nicht auf die Details eingehen, aber im Wesentlichen kann man das in zwei Hälften unterteilen. Die oberen beiden Zeilen beschreiben das Geschäft als solches eines Unternehmens, was es eben tun muss, mit Menschen, mit Aufgaben, mit Zielen, mit Produkten, die sie anbieten, auf irgendwelchen Märkten und so weiter. Und die unteren drei, respektive dreieinhalb Zeilen, beschreiben die IT-Infrastruktur, die Technologie, die das Kerngeschäft, das in der oberen Hälfte beschrieben ist, hoffentlich möglichst optimal unterstützen. Das Zachmann-Framework ist eigentlich eine ganz kleine Sache. All die farbigen Dinge, die ihr da drin seht, sind nicht so relevant. Es geht quasi darum, dass man das Zachmann-Framework als Checkliste verwenden kann. Haben wir für diese einzelnen 30 Zellen dieses Frameworks Beschreibungen? Wenn ja, in welcher Form liegen sie vor? Wenn nein, warum haben wir sie nicht? Und vielleicht brauchen wir sie auch gar nicht, zum Beispiel. Also ein ganz kleines, aber ich finde, mächtiges Werkzeug, das John Zachmann da entwickelt hat. Und John Zachmann, wie gesagt, hat das Framework in den 1980er Jahren entwickelt und reist seit damals fast permanent rund um den Globus herum. Ich weiß nicht, ob es in Corona-Zeit jetzt auch noch so ist,
Aber er ist inzwischen seit 85 Jahre alt und erzählt aus der ganzen Welt von seinem IBM Zachmann Framework, was da der Nutzen, wie man das einsetzen kann, ist und so weiter. Und übrigens vor zweieinhalb Jahren, haben wir John Zachmann auch hier bei der DigiComp als Gastreferent einladen können. Und da hat er ganz live, damals noch 83 Jahre alt, präsentiert, was da die Idee hinter dem Zachmann-Framework ist. Ein zweites Beispiel eines bekannten Frameworks, das ist TOGAF, da haben wahrscheinlich auch einige von euch schon etwas mal mindestens den Begriff gehört. TOGAF ist ein Unternehmensarchitektur-Framework der Open Group. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die verschiedene Standards auch entwickelt. Und was TOGAF jetzt auszeichnet im Zusammenhang mit Unternehmensarchitektur, ist einerseits, dass mal auch eine gewisse Vorgehensmethodik dahinter steckt. Zachmann-Framework, das ist einfach ein Setzkasten, eine Orientierungshilfe gewesen. Es sagt nicht viel, was ich tun muss. TOGAF zeigt, wie ich da vorgehen soll. Und das sieht man hier auf der linken Seite in diesem Bild. TOGAF zu nutzen, ist vom Kern her eine never-ending story. Das heißt, ihr seht, das ist ein endloser Prozess, wo es darum geht, eine Vision zu entwickeln, das Geschäft zu konzipieren, die Informationssysteme zu entwickeln, die das Geschäft zu unterstützen und so weiter. Und das Ganze, dieser endlose Prozess, dreht sich um Anforderungen, um Requirements, die das Geschäft hat. Das heißt, TOGAF ist nicht ein Projekt, das ich mal mache und nach einem halben Jahr ist es fertig und dann habe ich es erledigt, sondern das ist eine permanente Pflege meines Unternehmens in dieser Art mit dem Zentrum Anforderungen. Das ist so die eine Hälfte des TOGAF Unternehmensarchitektur-Frameworks. Die andere Hälfte ist, dass TOGAF ein sogenanntes Metamodell definiert. Ich möchte da auch nicht groß noch auf die Details eingehen, aber im Wesentlichen sagt es, welche Dinge für einen Unternehmensarchitekt wichtig sein sollen. Und man sieht schon an den verschiedenen Farben oder Farbflächen hier, dass es verschiedene Architekturen gibt, die bei TOGAF unterschieden werden. Es gibt zum Beispiel hier im hellgelben Bereich, das nennt sich Business Architecture, das sind Elemente des Geschäfts eines Unternehmens. Demgegenüber habe ich da unten im hellgrünen Bereich die Application Architektur oder eine Technologiearchitektur oder Datenarchitektur. Das sind auch Begriffe, die vorher bei der Umfrage zumindest teilweise so aufgetaucht sind. Also es gibt verschiedene Subdisziplinen im Kontext der Unternehmensarchitektur. Und man sieht hier schon auch, mit welchen Dingen sich diese Subdisziplinen befassen. Und hier ganz schön im Zentrum zufälligerweise der Business-Architektur steht natürlich das Wort Prozess. Ein Prozess, der schlussendlich ein Wertstrom, eine Wertschöpfungskette, ist auch gefallen, realisiert. Es gibt Leute, Actor, die Funktionen ausführen, die Rollen in einem Prozess haben und so weiter. Es gibt Ziele, hier die roten Elemente und so weiter. Aber es gibt auch ganz unten eben technisch Applikationskomponenten, Applikationen. Es gibt Datenkomponenten, das sind alles die IT-Elemente. Es gibt Technologien, Plattformen, solche Dinge, die alle mit allem zusammenhängen. Und hier in der Mitte zwischen diesen technologischen Architekturen und der Business-Architektur sieht man das Element Business Service. Das heißt, die ganze Technologie ist dazu da, zu dienen, den hellgelben Bereich, eben Dienste anzubieten, dass das Geschäft möglichst effizient abgewickelt werden kann.
Da hat es unendlich viel Details und Hintergrundinformationen, die man bei der Open Group zu TOGAF findet. Die sind auch im Allgemeinen kostenlos verfügbar. Das ist ein Riesenschatz an Informationen und Ideen rund um was man alles mit Unternehmensarchitektur machen könnte. Wobei das Problem ist vielleicht auch gleichzeitig, dass sehr viele Informationen vorliegt und es gibt wahrscheinlich kein Unternehmen, das TOGAF in der Gänze umsetzt, sondern es ist ein Gemischtwarenladen, eine riesen Auswahl, Sammlung von guten Ideen. Das vierte Framework, das ich kurz vorstellen möchte, ich weiß nicht, wie viele von euch aus der Industrie stammen, das ist ein neues Framework, das in Deutschland im Umfeld der Industrie 4.0 entstanden ist. Das nennt sich RAMI 4.0. Und was da vielleicht interessant ist, das ist dreidimensional, wie ihr das seht. Einerseits wird in der Höhe werden verschiedene Layer unterschieden. Ganz unten von Maschinen, Assets in einer Fabrikationshalle über eine Integrationslayer, wie diese Maschinen untereinander verbunden sind, bis hinauf zum Geschäft, zu Prozessen, zu Wertschöpfungsketten, die beschrieben werden. In der zweiten Dimension, die sieht man hier nach rechts hinten wachsen, das ist quasi der Kontext vom einzelnen Sensor oder vom einzelnen Endprodukt hier, vom kleinsten Ding hier über eine Arbeitsstation, über eine Fabrikationshalle, über ein Unternehmen bis hin zu B2B, einer Connected-Welt, die mehrere Unternehmen miteinander verbindet. Und auch ganz interessant, vor allem aus dem industriellen Blickwinkel, ist die dritte Dimension hier, die so von links nach rechts vorne angedeutet ist. Das ist der Lebenszyklus eines gefertigten Produkts. Von seiner Entwicklung hier ganz am Anfang, Konzeption, Gestaltung, bis hin zum Betrieb, Wartung und Entsorgung eines Produkts. Also ein sehr ganzheitliches Bild, das hier RAMI darstellt, im Zusammenhang natürlich eben jetzt mit Industrie 4.0, mit IoT als Kommunikationsplattform zum Beispiel und ähnlichen Dingen. Das vierte und letzte Framework, das ich ganz kurz vorstellen möchte, ist eines, das wir bei No Gravity seit rund 14 Jahren entwickeln und auch nutzen als Orientierungshilfe. Wir nennen das Model Driven Enterprise Engineering. Auch hier nicht groß möchte ich auf die Details eingehen, aber man sieht, es gibt hier eine obere Hälfte, die grün-gelbe. Das sind Beschreibungen des Geschäfts eines Unternehmens. Es gibt die Technologieebene, das sind Beschreibungen der Technologie, der IT-Technologie eines Unternehmens. Es gibt eine linke Hälfte, das Was, das ist die Aufgabenbeschreibung, wo wir hin möchten, welche Ziele ein Unternehmen hat, welche Anforderungen an Technologien existieren. Und es gibt eine rechte Hälfte, die beschreibt, wie wir das Ganze realisiert haben, diese Vorgaben auf der Geschäftsebene, auf der Technologieebene, sodass wir eine durchgängige Rückverfolgbarkeit haben. Ganz unten haben wir noch das Change- oder Management-Modell. Da kommt dann die Dynamik ins Spiel. Da haben wir Projekte, Programme, Vorhaben, Anforderungen, Änderungswünsche und so weiter. Da beginnt das Ganze als Maschinerie zu bewegen. Und das Ziel ist natürlich, dass wir hier ein möglichst optimales Alignment zwischen Technologie als Enabler und Element, das neue Möglichkeiten schaffen kann, haben und dem Geschäft, das schlussendlich dann Geld verdient. Jetzt, was ist der Nutzen einer solchen Architektur? Einerseits kann ich mal wichtige Dinge, die jetzt vielleicht auch in dieser Cloud
also diese Word Cloud, die wir vorhin in der Umfrage gesehen haben, diese Dinge einfach mal inventarisieren. Wie sieht es bei uns im Moment im Unternehmen aus? Welche Applikationen haben wir? Welche Schnittstellen haben wir? Welche Prozesse haben wir? Welche Applikationen unterstützen welche Prozesse und so weiter? Und wenn wir das in irgendeiner geeigneten Form aufgeschrieben haben, dann können wir Entscheide über das Unternehmen, über Veränderungen im Unternehmen fundiert treffen. Also eine Ist-Beschreibung, ein Ist-Modell ermöglicht uns, Entscheide über das Unternehmen zu treffen. Wir können aber nicht nur eine Ist-Beschreibung haben, wir können auch fantasieren und eine oder mehrere möglichen Zukunftsvarianten, Entwicklungsvarianten eines Unternehmens uns skizzieren. Das ist weniger detailliert vielleicht, als das ist. Dies ermöglicht uns einerseits verschiedene Varianten zu vergleichen, zu evaluieren, wie wir uns weiterentwickeln könnten. Aber für die gewählte oder aktuell gewählte Variante können daraus auch Vorgaben abgeleitet werden, in welche Richtung wir uns entwickeln möchten. Also eine wichtige Aufgabe des Architekten ist, dass er solche Vorgaben machen kann. Jetzt ganz lustig, ich kann natürlich mir das algebraisch vorstellen, ich kann quasi das Soll minus das Ist ausrechnen und das gibt eine Differenz, das Delta. Also was ist der Unterschied zwischen dem, was wir heute haben und dem, was wir vielleicht in 5 Jahren haben wollen oder sein wollen? Das ist ein Delta und aus diesem Delta können wir jetzt eben Vorhaben erzeugen, das ermöglicht uns Projekte zu bilden, wie wir in kleineren Zwischenschritten von heute, vom heutigen Ist zum gewünschten Soll hinkommen. Das heißt, das auf der rechten Seite hier, das ist der Nutzen oder der Zweck einer Unternehmensarchitektur. Und das auf der linken Seite, das sind eigentlich die Mittel, dass man diese Zusammenhänge in irgendeiner geeigneten Form aufschreibt. Gut, damit möchte ich wieder euch ein bisschen das Wort übergeben. Ich habe wieder so eine Mentimeter-Umfrage vorbereitet. Da könnt ihr wieder, wenn ich es noch nicht gemacht habe, euch nochmal auf menti.com einloggen, denselben Code verwenden. Und ich glaube, wenn ihr noch drin seid, könnt ihr zur nächsten Frage wechseln. Und da wäre für mich jetzt die Frage oder interessant, welche Dinge sollte ein Unternehmensarchitekt inventarisieren oder buchführen, damit er eben Entscheide ermöglichen kann, solide, oder dass er auch Vorgaben machen kann, in welche Richtung es gehen soll. Ihr könnt da einzelne Elemente auswählen oder ihr könnt mehrere. Aha, die erste Antwort ist gekommen. Aha, zweite Antwort. Dann sehen wir gleich so die Prioritäten. Aha. Prozesse ist immer noch vorne, Schnittstellen, Applikationen sind immer noch auf Platz 1, Vorhaben sind noch bescheiden, Angebote und Varianten hat noch ein Null. So, Prozesse zeichnen sich langsam ab, dass das offenbar wichtig ist. Wichtiger als Applikationen im Moment. Oder gibt es da noch Gegensteuer? Ja, noch wichtiger. Noch wichtiger. Daten sind offenbar jetzt Nummer 2 geworden, sehe ich. Oder Daten und Informationen. Interessant, dass sich niemand für Angebote interessiert, also was ein Unternehmen auf dem Markt anbietet.
Ich warte vielleicht noch eine weitere Stimme ab. Oder kommt da nichts mehr? Ja, sonst kann ich da mal zusammenfassen. Also wir sehen, in der ersten Frage waren ja Prozesse und Applikationen dominant. Prozesse sind es auch hier noch, aber wir haben jetzt Daten. Das ist natürlich insbesondere im Zusammenhang jetzt mit Datenschutzthematik, GDPR und Ähnlichem, eine ganz wichtige Sache, ein ganz wichtiges Thema für einen Unternehmensarchitekten. Und Thema Nummer drei, wenn ich das richtig sehe, sind Schnittstellen. Schnittstellen wahrscheinlich zwischen Applikationen, die natürlich erfasst sein müssen, sonst kann ich die Schnittstellen alleine, sind nicht lebensfähig. Schnittstellen ist ein sehr wichtiges Thema für einen Unternehmensarchitekten, weil Schnittstellen sind Abhängigkeiten zwischen zwei Dingen, zwischen zwei Applikationen zum Beispiel, und Abhängigkeiten führen meist zu Ärger, die soll man bis zu einem gewissen Maß minimieren. Vielleicht noch interessant, wenn ich das anschaue, die ganz links und rechts außen, Zielvorgaben, die wichtig sind. Wohin soll die Reise gehen mit einem Unternehmen? Und auf der anderen Seite auch die Vorsicht, da sind wir wieder bei der Resilienz, dass wir gewisse Risiken versuchen zu antizipieren. Gut, vielen Dank für dieses Feedback hier. Dann gehe ich da wieder zurück zu meiner Präsentation. Wir haben jetzt gesehen, das sind offenbar Begriffe oder Konzepte oder Dinge, die ihr da genannt habt und priorisiert habt, die wichtig sind für einen Unternehmensarchitekten, die er irgendwie managen, verwalten, was auch immer soll. Und da komme ich nochmal darauf zurück, dass es verschiedene Architekturen gibt. Wir haben jetzt eigentlich immer von der Unternehmensarchitektur gesprochen. Man kann die aber auch in verschiedene Teilarchitekturen auch schon unterteilen. Wir haben gesehen, Aspekte des Geschäfts, die in der Geschäftsarchitektur zu finden sind, Aspekte der Technologie, die typischerweise in der IT-Architektur zu finden sind. Muss nicht nur IT sein, können auch Fabrikationsanlagen, Maschinen sein. Für diejenigen aus der Industrie, die kennen vielleicht den Gegenbegriff zur IT, die OT, die Operational Technology, die in der Fabrikationsanlage, Maschinen steuert und so weiter. Wir haben auch die Evolutionsarchitektur, also eben die Ziele, Strategien, wie soll es weitergehen, wie soll sich das Unternehmen entwickeln. Und übergreifend auf der rechten Seite die Sicherheitsarchitektur. Und selbst diese Architekturen kann man weiter in kleinere Teilgebiete unterteilen. Und ich habe das auch schon genannt worden, zum Beispiel die Applikationsarchitektur, also welche Applikation haben wir, die Datenarchitektur, welche Daten haben wir, was haben wir da drin, wie kritisch sind sie und so weiter, welche Technologien haben wir im Einsatz. Aber eben auf Unternehmens- oder Geschäftsebene darüber haben wir Dinge wie die Angebotsarchitektur, die ist jetzt in der letzten Umfrage relativ bescheiden rausgekommen. Was bietet ein Unternehmen an? Welche Dienstleistungen, welche Produkte, welche Zusammenhänge, Angebotsgestaltung? Warum bietet es diese an? Da sind wir wieder bei der Motivation des Geschäfts. Und als anderes Beispiel hier die Organisationsarchitektur. Wie ist es aufgebaut? Haben wir da eine riesen Hierarchie von Organisationseinheiten oder haben wir eine ganz flache dezentrale Organisation, agile Architektur, was auch immer. Und all diesen verschiedenen Bereichen kann man jetzt einzelne Dinge, die wir vorhin in der Umfrage abgefragt haben, zuordnen, eben Mittel, Zwecke in der Angebotsarchitektur oder Applikationen in der Applikationsarchitektur, Software-Schnittstellen und so weiter, oder welche Rechner haben wir in der Technologiearchitektur oder welche Projekte, welche Anforderungen, welche Prinzipien haben wir,
wie wir uns entwickeln möchten in der Evolutionsarchitektur oder welche Bedrohungen, Risiken und welche Maßnahmen dagegen haben wir. Das sind Elemente, um die sich der Architekt im Sicherheitsbereich kümmern muss. Jetzt, wie beschreibt man diese Elemente? Und eine Möglichkeit ist in Form von Modellen, was auch immer ein Modell ist. Und ich habe auch hier wieder eine Definition aufgeführt, was ich unter einem Modell verstehe. Das ist irgendein Ding, welches für einen bestimmten Zweck nützlich ist, um gewisse Eigenschaften eines Originals zu beschreiben. Das tönt jetzt ein bisschen abstrakt. Ich versuche das ein bisschen zu konkretisieren. In dieser Definition hat es verschiedene Elemente drin. Wenn wir von einem Modell sprechen, müssen wir immer wissen, was ist das Original, das hier modelliert oder beschrieben wird. Im Kontext der Unternehmensarchitektur, wenn man die als Beschreibung auffasst, dann ist natürlich das Original das Unternehmen selber, das hier beschrieben wird. Der Zweck, den kann man in zwei verschiedene Arten unterteilen. Entweder ist sogenannt preskriptiv, das heißt, wir beschreiben, wie es aussehen soll. Das ist quasi eine Vorgabe, in welche Richtung wir uns reorganisieren wollen, zum Beispiel im Unternehmen. Das heißt, das Original ist noch nicht so wie gewünscht, aber wir beschreiben schon mal im Modell, wie es aussehen soll. Das neue Organigramm, das ab 1. Januar vielleicht gültig sein soll. Oder deskriptiv, die zweite Variante, das heißt, das Original ist schon da, aber niemand versteht es so richtig. Wir versuchen zu beschreiben, zu vereinfachen, um zu verstehen, wie das Original funktioniert. Wir versuchen, die Prozesse, die vielleicht unerwünschten Prozesse in einem Unternehmen, aufzuzeichnen, um zu verstehen, was überhaupt falsch läuft. Das sind zwei ganz wichtige Zwecke eines Modells. Das dritte Element, das in dieser Definition drin ist, ist die Vereinfachung. Das heißt, es hat mal ein berühmter Statistiker gesagt, jedes Modell ist falsch, aber hoffentlich gibt es nützliche Modelle. Und Modelle sind immer falsch, Beschreibungen sind immer falsch, weil sie nie das Original in jedem Detail beschreiben. Es ist immer ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, der jetzt gerade für den aktuellen Zweck sinnvoll ist. Und ebenfalls sehr wichtig, auch dann wieder für einen Architekten oder Unternehmensarchitekten, ist, wir machen die Modelle nicht in erster Linie für uns selber, sondern wir machen diese Modelle, um irgendwelche Botschaften rauszutragen an verschiedene Leute, an verschiedene Zielgruppen. Und wir müssen an diese Zielgruppen denken, wie sie Modelle verstehen können und mit der entsprechenden Darstellung, Notation, Zeichnungsform oder wie auch immer auf diese Leute hingehen, die möglichst optimal auf ihre Fähigkeiten zugeschnitten ist. Wir unterscheiden hier sogar auch zwei verschiedene Maturitätsstufen in der Modellierung. Der einen sagen wir Models as Value, das heißt, jedes Modell muss so sinnvoll sein, dass es einen Nutzen erbringt, der größer ist als den Aufwand, den wir reinstecken. Das heißt, ich kann in einem Workshop heute Nachmittag an einem Flipchart kurz eine Skizze machen, um in der Diskussion eine Klärung hinzukriegen. Ein minimaler Aufwand, ein maximaler Nutzen. Modelle müssen nicht immer in Hochglanzform dargestellt werden. Die zweite Maturitätsstufe ist Models as Assets. Das heißt, der Nutzen muss nicht nur für heute Nachmittag sein, sondern wir machen Modelle für die Zukunft des Unternehmens zum Beispiel. Es hat ganz andere Konsequenzen, wie man mit diesen Beschreibungen umgeht. Und wenn wir jetzt zum Unternehmen zurückkommen und uns fragen, was sind denn eigentlich Unternehmensmodelle, dann haben wir ein Unternehmen aus Leuten, aus Fleisch und Blut, die irgendein Geschäft betreiben. Und wir können dieses Geschäft beschreiben, zum Beispiel durch Zeichnungen, durch BPMN, Prozessdiagramme, was auch immer, durch Organigramme hier angedeutet. Wir haben im Unternehmen einen riesen Apparat von IT-Schränken, Technologien.
Wir können auch die IT-Infrastruktur beschreiben mit Bildern, mit Diagrammen, mit Inventarlisten, was auch immer. Wir können Änderungsvorhaben in Form von Projektplänen beschreiben, Vorhaben. Das sind verschiedene Aspekte eines Unternehmens, die da als Original dienen für diese drei Arten von Modellen. In allen diesen drei Arten von Modellen, das sind Informationen. Wichtige Informationen, wie eine Organisation aufgebaut ist, wie ihr Netzwerk funktioniert, welche Vorhaben es hat, das sind Informationen. Aber nicht nur das, typischerweise hat man in einem Unternehmen auch Beschreibungen über welche Informationen wo liegen, wo haben wir überall Kundendaten zum Beispiel. Das heißt Informationen über Informationen und das sieht man, das ist quasi auf zwei Ebenen Informationen und die sind nicht unbedingt allgemeingut. Das sind Dinge, die ein Unternehmen vielleicht für sich behalten will oder für sich behalten muss. Das heißt, diese Informationen, die Modelle selber und die Informationen, die diese Modelle beschreiben, müssen geschützt werden. Und da sind wir wieder bei der Sicherheitsarchitektur, wo es darum geht, Schutzobjekte zu identifizieren, damit wir diese Informationen angemessen schützen können. Und natürlich nicht nur diese Informationen, sondern auch Assets wie der Tresor im Keller oder weiß ich was, oder die Maschine, die nicht entfernt werden soll. Sind wir wieder bei der Sicherheitsarchitektur und das schlussendlich umfasst das Unternehmensmodell. Ich möchte in Anbetracht der Zeit diese Folie überspringen. Es gibt ganz viele Arten standardisierte und weniger standardisierte Sprachen, wie man Modelle ausdrücken kann. Und das eine oder andere, die eine oder andere Abkürzung habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wie BPMN oder UML, aber auch Tabellen und so weiter. Möchte lieber noch zum Schluss zu einem konkreten Beispielmodell, das vielleicht nicht so bekannt ist, gehen, nämlich das Business Motivation Model. Da kommen wir wieder auf die Resilienz eines Unternehmens zurück. Das Business Motivation Model ist ein Standard, das denn die Object Management Group entwickelt hat. Und ganz vereinfacht geht es hier darum, dass man Ziele definiert, welche Ziele ein Unternehmen verfolgen soll. Dass man anschaut, was könnte alles uns behindern oder helfen, diese Ziele zu erreichen, Einflussfaktoren im Umfeld des Unternehmens, aus dem Innern des Unternehmens, zum Beispiel die Qualität, die Ausbildungsqualität unserer Mitarbeiter oder das Mitbewerberumfeld oder neue Technologien, die auftauchen, sind alles Einflussfaktoren, die unser Geschäft beeinflussen. Und diese beiden Elemente kann man sich gegenüberstellen und einschätzen, sagen, welche Einflussfaktoren helfen, welche Einflussfaktoren oder Influencer behindern uns bei der Erreichung unserer Ziele und daraus kann man sich überlegen, wie gehen wir damit um, Strategien und Taktiken sich zu überlegen, um schlussendlich möglichst die Ziele, die formulierten Ziele zu erreichen. Das heißt, wir haben hier so einen endlosen Zyklus, dass man Ziele formuliert, das Umfeld anschaut, einschätzt, reagiert mit Strategien und Taktiken und vielleicht leicht justiert, agil wieder neu auf die Ziele hinarbeiten kann. Dabei muss man nicht vergessen, dass Unternehmen meist Verpflichtungen haben, die sie eingegangen haben, Liabilities. Das ist zu berücksichtigen bei diesen Einschätzungen und bei der Entwicklung von Strategien und Taktiken. Und ebenfalls zu berücksichtigen sind natürlich Assets, Maschinenpark zum Beispiel, Skills von Mitarbeitern, die ein Unternehmen hat, die einem helfen können, gewisse Strategien und Taktiken umsetzen oder Ressourcen, finanzielle, materielle Ressourcen, was auch immer, die einem helfen oder behindern können bei der
Umsetzung von Strategien zur Erreichung der Ziele. Das ist ein Standard, der ist jetzt hier ein bisschen vereinfacht, wie man strategische Überlegungen quasi zu Papier oder zu Modell oder zu Flipchart oder was auch immer bringen kann und diskutierbar machen kann. Als ein Beispiel, eben wie ich systematisch auf Veränderungen im Umfeld eines Unternehmens reagieren kann. Gut, damit komme ich zur Zusammenfassung nochmal ganz kurz. Was ist Unternehmensarchitektur? Es geht darum, die wichtigen Elemente, die Assets eines Unternehmens zu identifizieren, ihre Dependencies, ihre Abhängigkeiten zu identifizieren, das Ganze so zu gestalten, die Struktur des Unternehmens, dass es robust ist einerseits, nicht gleich umfällt, wenn etwas passiert, und andererseits agil, schnell auf Veränderungen reagieren kann. Dann, was sind Beispiele, was sind Modelle? Das sind Beschreibungen eines Originals, in unserem Fall des Unternehmens, die für einen bestimmten Zweck erstellt werden und auch nur so viel Aufwand hineingesteckt werden soll, damit dieser Zweck sich tatsächlich rendiert. Und schließlich als Beispiel das Business Motivation Model, das eine Art von Modellierungssprache ist, standardisierte Modellierungssprache, mit der ich die strategische Ausrichtung eines Unternehmens gestalten und permanent anpassen kann. Gut, das wäre das soweit von meiner Seite. Viele Informationen und noch sehr viel mehr Informationen zu all diesen Themen biete ich respektive die DigiComp im Rahmen eines CAS-Lehrgangs an. Und an dieser Stelle möchte ich wieder an Enrique weitergeben, damit er da abschließen kann. Enrique? Ja, gerne. Vielen Dank, Markus, für die spannende Präsentation. Gerne übernehme ich hier wieder an diesem Punkt. Sind vielleicht gerade noch Fragen? Über den Chat habe ich keine Fragen gesehen. Vielleicht war es auch ein bisschen viel Information aufs Mal gewesen. Ja. Kein Problem. Gut, ja, wie bereits von Markus erwähnt, bieten wir zwei CAS-Lehrgänge an, die dieses Thema abdecken, IT-Architektur. Und zwar bieten wir die zusammen mit der HWZ an, dauern 6 Monate und da kann man sich 15 ECTS-Punkte erarbeiten. Im Rahmen auch von einer Arbeit, die man schreiben muss, die man auch direkt mit Praxisbezug schreiben kann. Genau, nächster Start ist der 19. Oktober. Wenn ihr Interesse habt, einfach bei uns melden. Genau, noch ein kleiner Hinweis, wir haben auch eine neue Aktion, Lifelong Learning. Kontinuierliche Weiterbildung, wie ihr alle wisst, ist sehr wichtig. Und wir haben jetzt momentan eine Aktion, wenn ihr einen Lehrgang bucht bei uns, dann bekommt ihr einen Gratis-Gutschein für einen Zusatzkurs. Und noch ein kleiner Hinweis auf die nächsten Digi-Snacks. Am besten geht ihr auf unsere Homepage, dort ist alles aufgeführt. Der nächste Digi-Snack findet am 16.09. statt. Und zwar zum Thema, wie führt man Webprojekte zum Erfolg? Und wir planen eigentlich pro Woche immer ein Digi-Snack. Und wie dieses hier auch, immer kostenlos. Und ja, zum Schluss, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt gerne mit dem Hashtag DigiSnack auf euren Social Media Kanälen kommentieren. Ja, Input ist immer gefragt. Sind wir immer dankbar, wenn wir Feedback erhalten. Oder wenn ihr Wünsche für vielleicht neue Themen, Anregungen oder sonst Feedback habt, könnt ihr euch auch gerne über die E-Mail-Adresse info@digicom.ch melden. Gut, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich nochmals für die Aufmerksamkeit. Und ich wünsche euch weiterhin noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön, auch von meiner Seite. Und nochmals, sorry, habe ich vergessen. Vielen Dank, Markus, für die spannende Präsentation. Ja, gern geschehen.